Hallo, lass uns schnell wiederholen, was wir von Seitenhalbierenden in Dreiecken wissen und dann lernen wir eine interessante Eigenschaft von Seitenhalbierenden, die uns später nützlich sein kann. Zuerst zeichnen wir ein Dreieck. Eine Seitenhalbierende des Dreiecks, in einem Dreieck gibt es eigentlich drei, ist eine Linie, die einen Eckpunkt des Dreiecks mit der Mitte, die gegenüberliegende Seite, verbindet. Die Mitte ist irgendwo hier, diese zwei Teile sind gleich. Also, das ist eine Seitenhalbierende. Drei Eckpunkte, drei Seitenhalbierenden. Verbinden wir diese Eckpunkt mit der Mitte dieser Seite, irgendwo hier. Diese blaue Linie, also ist unsere zweite Seitenhalbierende. Dasselbe können wir hier machen. Wir zeichnen eine Linie, die der dritte Eckpunkt mit der Mitte die gegenüberliegende Seite verbindet. Die Mitte ist hier und wir zeichnen eine Linie. Nun zeichne ich ordentlicher schon. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Also, das sind alle Seitenhalbierenden des Dreiecks. Was müssen wir über die wissen? Alle drei schneiden sich in einem Punkt. Das ist eben die besagte Eigenschaft. Die Seitenhalbierenden des Dreiecks schneiden sich in einem Punkt, der Schwerpunkt heißt. Und wenn das ein reelles Dreieck wäre, wäre dieser Punkt ein Massenschwerpunkt. Stellen wir uns vor, dass dieses Dreieck aus Metall ist und sein Schwerpunkt hier liegt. Sein Massenschwerpunkt wird nur dann mit dem Schwerpunkt übereinstimmen, wenn das Dreieck aus homogenem Material hergestellt ist. Also, wenn ihr es werft, wird es sich um diesen Punkt drehen, vorausgesetzt, dass er vorher eine Drehbewegung hat. Das Dreieck wird sich um den Schwerpunkt bzw. Massenschwerpunkt drehen. Jetzt sollen wir aber nicht die physischen Eigenschaften des Metalldreiecks prüfen, sondern die Eigenschaften seines Seitenhalbierenden kennenlernen. Die Eigenschaft besagt, dass der Schwerpunkt des Dreiecks jede des Seitenhalbierenden im Verhältnis 2 zu 1 teilt. Diese Strecke ist A und diese ist 2a. Die Strecke zwischen dem Schwerpunkt und dem Eckpunkt ist länger als die Strecke zwischen dem Schwerpunkt und dem Seitenmittelpunkt. Lass uns das beweisen. Wir zeichnen ein zweidimensionales Dreieck in einem dreidimensionalen Raum. Ich glaube, dass es einfacher wird. Übrigens, wenn ihr eine n-dimensionale Figur habt, so werdet ihr es etwas leichter haben, wenn ihr sie in einem n plus 1 dimensionalen Raum behandelt. Im vierdimensionalen Raum gibt es aber Stolperfallen. Das macht alles schwieriger, deshalb machen wir es nicht. Zurück zu unserem Dreieck. Nehmen wir an, dass seine Eckpunkte hier, hier und hier liegen. Man kann viele Vermutungen über dieses Dreieck stellen. Ich sage aber nur, dass es ein x-beliebiges Dreieck ist. Nehmen wir an, dass sein Winkel hier ist. Das ist die x-Achse, das ist die y-Achse und das ist die z-Achse. Also nehmen wir an, dass die Koordinaten dieses Winkels a, 0, 0 sind, wobei a die x-Koordinate ist. Die Koordinaten dieses Winkels sind 0, b, 0. Und die Koordinaten dieses Winkels oben sind 0, 0, c. Wenn ihr diese Eckpunkte verbindet, erhaltet ihr ein Dreieck. So eins. Nun weiter. Die Koordinaten des Schwerpunktes des Dreiecks zu bestimmen, insbesondere im dreidimensionalen Raum, ist dasselbe wie einen Mittelwert der Koordinaten der Eckpunkte zu berechnen. Also die Koordinaten des Schwerpunkts sind 0 plus 0 plus a für die x-Achse, das heißt, wir haben nur drei Koordinaten, die zusammen a ergeben und a wird durch 3 geteilt. 0 plus b plus 0 für die y-Achse durch 3, wir erhalten b durch 3. Dasselbe gilt für die z-Achse.
Der Mittelwert ist gleich c durch 3. Wir beweisen das jetzt nicht, aber ihr könnt das selber prüfen, dass das eben ein Mittelwert ist. Wenn ihr berechnet, wie viel diese Seiten halbierenden betragen und wenn ihr euch überzeugen werdet, dass das der Schwerpunkt ist, dann werden die Koordinaten des Schwerpunktes der Mittelwert der Koordinaten der Eckpunkte sein. Lass uns diese Informationen benutzen. Wir vergleichen diese Koordinaten. Wir vergleichen diesen orangen Abstand oben mit diesem gelben Abstand unten. Vergesst nicht, dass diese untere Seite von der Seitenhalbierenden 2 geteilt wird. Deshalb werden die Koordinaten dieses Punktes der Mittelwert von Koordinaten von den unteren Eckpunkten sein. Also, wir erhalten 0 plus a durch 2 oder a durch 2 für die x-Achse, b plus 0 durch 2 oder b durch 2 für die y-Achse und 0 für die z-Achse, weil 0 plus 0 durch 2 gleich 0 ist. Wir kennen jetzt die Koordinaten dieses Punktes, deshalb können wir den gelben und den orangen Abstand berechnen. Lass uns zuerst den orangen Abstand berechnen. Er ist gleich der Wurzel aus. Wir berechnen die Differenzen von diesen Koordinaten im Quadrat, das heißt a durch 3 minus 0 im Quadrat, was a Quadrat durch 9 ergibt, plus b durch 3 minus 0 im Quadrat, was b Quadrat durch 9 ergibt, plus c durch 3 minus c im Quadrat oder minus 2c durch 3 im Quadrat ist gleich 4 mal c Quadrat durch 9. Und nochmal, c durch 3, das heißt 1 Drittel minus 1 ist gleich minus 2 Drittel. Wir quadrieren minus 2c durch 3 und erhalten 4c² durch 9. Lasst uns das vereinfachen. Das ist das gleiche wie Wurzel aus a² plus b² plus 4c² durch 3, weil Wurzel aus 9 gleich 3 ist. Und nun berechnen wir auf dieselbe Weise den gelben Abstand. Er ist gleich der Wurzel aus a durch 2 minus a durch 3. Ein Zweitel minus ein Drittel ist dasselbe wie 3 Sechstel minus 2 Sechstel. Wir erhalten a durch 6 im Quadrat oder a Quadrat durch 36. B durch 2 minus b durch 3 ergibt b durch 6 im Quadrat oder plus b Quadrat durch 36. Und zuletzt quadrieren wir 0 minus c durch 3 und erhalten c Quadrat durch 9. Aber wir sollen die Brüche gleichnamig machen. Deshalb schreiben wir 4c Quadrat durch 36. Oder wir können es so schreiben. Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat plus 4c Quadrat durch 6. Wenn wir den gelben Abstand mustern, stellen wir fest, dass wenn wir den orangen Abstand mit 1 Zweitel multiplizieren bzw. durch 2 dividieren, erhalten wir den gelben Abstand. Also ist dieser Abstand immer doppelt so groß wie dieser. Und das ist die einzig mögliche Variante. Also merkt euch bitte diese kleine Eigenschaft. Der Schnittpunkt des Seitenhalbierenden heißt Schwerpunkt. Diese teilt jede der Seitenhalbierenden im Verhältnis 2 zu 1. Dabei ist der Abstand zwischen Schwerpunkt und Ecke länger als der Abstand zwischen Schwerpunkt und Seitenmittelpunkt. Wir können diese Eigenschaft für die Lösung von vielen Aufgaben benutzen. Hoffentlich hat es euch gefallen.